Ja, der Unterteil ist jetzt auch fertig gemahlen. Also ich werde jetzt da nicht noch mit versuchen, eben eine Ziegelstruktur hineinzubekommen. Es gefällt mir eigentlich so auch schon sehr gut. Die Farben sind so ziemlich angepasst an das Original, also an den Leuchtturm von Borkum. Was ich gemacht habe und vielleicht auch sehen könnt, ist, ich habe sogar da mit Balsaholz 1 mm habe ich eben eine Tür, sozusagen eine Holztür, simuliert oder nachempfunden. Gefällt mir auch recht gut, dass die Tür eben so jetzt eigentlich ein bisschen reeller ausschaut. Ja, die Fenster sind am Bild, das ich vom Leuchtturm habe, schwarz, die Rahmen. Zumindest die Innenrahmen. Außen herum ist es eben in diesem dunklen Farbton. Die Ziegel sind eben dunkler. Dann da sind hellere Ziegel, wobei eben da Muster hineingemacht wurden mit den Ziegeln, die ich jetzt da auch nicht nachmache, weil das einfach nicht schaffe mit der so ruhigen Hand habe ich nicht. Ich bin froh, dass ich da diese feinen Striche, die eben heller sind, auch geschafft habe, so halbwegs gerade zu bekommen. Und war einiges immer wieder zum Nachmalen mit den Farbtönen, damit das so halbwegs auch mit dem Rand schön gerade ist. Aber so schaut jetzt einmal der unterste Teil aus. Ja. Der Leuchtturm, wie ihr sehen könnt, ist jetzt fertig angemalen. Ich habe auch schon, Entschuldigung, ein bisschen das Wackeln, aber es ist jetzt besser, wenn ich das mit der Hand halte. Was ihr sehen könnt, farblich schaut er jetzt ziemlich gleich aus wie das Original. Er hat halt keine Ziegeloptik. Aber das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Was den Zusammenbau jetzt betrifft, bin ich jetzt einmal ziemlich beim Ende vom Leuchtturm. So wie ich mir das zuerst vorgestellt habe, hat es nicht geklappt. Wurde ja hier mit Messing, Stange mit 1 mm Durchmesser einen sozusagen Zaun machen. Nur hat das da nicht gehalten. Egal wie man das gemacht, wie ich versucht habe. Deswegen habe ich mir dann doch was ausgedruckt und mit Messingfarbe angemalt. Das kommt dann hier sozusagen als Geländer. Und auch das, was ich mir da oben mit den Messingplatten gedacht habe, hat auch nicht funktioniert. Also kommt da jetzt auch was. Da habe ich einfach von einem anderen Leuchtturm mir Dateien geholt und ja, da kommt jetzt zuerst das darauf, das soll eben die, ich glaube, das sind die Art Blitzableiter oder was das sind, und dann kommt eben das rauf, da kommt noch eine Plastikscheibe hinein und dann kommt eben das Dach drauf. Und das werden wir jetzt dann machen. Wobei wir jetzt eben schauen müssen, auch eben zuerst da das Plastik hinein, die Scheibe hineinzubekommen, und dann werden wir schauen, dass wir da eben das Ganze dann verkleben. So weit sind wir jetzt einmal. Ja, und wie das Ganze dann fertig ausschaut, zeige ich euch. Die Arbeit selber zeige ich euch jetzt nicht. Ich werde wahrscheinlich mit dem Heißkleber das versuchen. Oder vielleicht mit einem Spezialkleber. So einfach war es jetzt nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, denn darauf zu kleben, habe ich zuerst einmal mit Heißkleber versucht. Das war eine totale Katastrophe. Ja, am besten ist es gegangen mit einem UHO-Hartkleber. Erstens einmal das habe ich dann auch gleich mit einem UHO-Hartkleber geklebt. Da habe ich ja versucht, zuerst ein gesamtes Plastik
hineinzukleben, und zwar eben rund. Aber das hat auch nicht hingehaut. Ich meine, es hat zwar geklebt, aber dann dort an der Stelle, wo die beiden Teile zusammengekommen sind, da hat das nicht hingehaut. Das hat dann auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, es ist immer wieder wohl locker geworden. Jetzt habe ich wirklich so rechteckige Teile in der Größe ausgeschnitten und eben recht und so hineingegeben. Man sieht eben, sie sind jetzt gerade drinnen. Das, wartet so. Ihr seht, die sind gerade drinnen. Stört aber nicht, weil ich glaube auch beim Leuchtturm die Glasscheiben wahrscheinlich eher gerade sind als gebogen. Mag zwar sein, dass es vielleicht möglich ist, eine Glasscheibe zu gebogen hineinzugeben, aber eben, ja, passt. Mir gefällt so. Jetzt mit dem Dach drauf. Jetzt kommen wir das noch da drauf. Dann sind wir eigentlich fertig und dann kommt die Elektrik. Und zwar, man, da haben wir ja schon, da brauchen wir nur das Kabel verlängern. Eben die Elektrik dann für die verschiedenen Fenstern. Und das seht ihr das nächste Mal in meinem nächsten Video. Ja, so schaut jetzt das. Der fertige Oberteil von Leuchtturm. Gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Dass es eigentlich ganz anders jetzt geworden ist, als wie ich mir das zuerst vorgestellt habe, ist es eigentlich dann doch schön geworden und es gefällt mir recht gut.